Ja, ihr werdet schon gemerkt haben, wir machen uns aktuell wirklich dran, die Ungereimtheiten aus Jurassic Park 2 zu klären. Deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch auch dieses Fass mal ganz kurz auf. Was ist mit dem Baby Rex aus Jurassic Park 2 passiert? Das heißt nicht, was mit ihm in der Zukunft passiert ist, sondern wie ist der so verletzt worden? Wir sehen den Baby Rex ja später, wie er am Boden angekettet ist und das Bein komischerweise auch noch blutet. Die meisten würden jetzt davon ausgehen, das ist doch Roland gewesen, der den Rex verletzt hat, damit er eben nicht wegrennen konnte. Genau, die Antwort ist falsch. Es gibt eine offizielle Lösung und die verrate ich dir in diesem Video. Viel Spaß. Das war ja erst der Auslöser, warum die beiden erwachsenen Eltern T-Rex aufgeschlagen sind, ne? Weil eben ihr Baby aus dem Nest verschwunden gewesen ist. Was die Szene so verwirrend macht oder warum die meisten davon ausgehen, ja, es war auf jeden Fall Roland, der den Baby-Rex verletzt hat, ist, weil Roland ja unbedingt ein Tyrannosaurus mit nach Hause nehmen will, egal ob tot oder lebendig. Das wird mehrfach im Film gezeigt und da bekommt man auch einen guten Einblick da rein, wie aggressiv Roland das möchte, also wirklich wie sehr er darauf bedacht ist, den Tyrannosaurus in irgendeiner Form zu fangen. Aus diesem Grund würde es Sinn machen, dass er auch so radikal vorgeht, den kleinen T-Rex verletzt. Mal wieder gab es aber eine offizielle Szene, von der leider die Szene an sich nicht mal mehr verfügbar ist, sondern eben nur dieses eine Bild, auf dem wir sehen, was passiert ist. Und einen Schriftzug, der uns auch erklärt, was genau da vorgefallen ist. Und zwar ist der Ursprung, warum der Baby-Rex verletzt ist, auch so ein bisschen befriedigend für das Ende von Jurassic Park 2, beziehungsweise für das Ende von Peter Ludlow. Denn im Originalskript oder in der Originalszene, die wir eben nicht gesehen haben, ist er es gewesen, der dem Baby-Rex das Bein gebrochen hat. Zwar nicht unbedingt absichtlich, also es ging wohl darum, dass Peter Ludlow sich betrunken hat und dann betrunken auf das Bein des Baby-Rex gefallen ist. Das sehen wir auch ganz schön auf diesem Bild hier oben drauf, wie er eben noch auf dem Baby-Rex drauf liegt. Das bedeutet, dass Roland zwar den Rex angekettet hat, ja, aber Ludlow ist dafür verantwortlich, dass der Baby Rex eben die Verletzung mit sich getragen hatte. Was das Ganze noch ein bisschen heftiger macht, ist, dass es wohl Stellen gegeben haben sollte im Skript, in der man auch sieht, wie Ludlow den Baby Rex behandelt. Und da könnt ihr euch vorstellen, wie das gewesen sein sollte. Nicht sonderlich gut. Das heißt, wir hätten ursprünglich eigentlich auch gesehen, wie Ludlow dem Baby Rex in seinem Vollsuff das Bein gebrochen hat und ihn daraufhin noch gequält hat. Wie genau diese Qualen hätten aussehen sollen, das ist nicht beschrieben, aber das hätte auf jeden Fall nochmal einen runderen und ein bisschen befriedigeren Abschluss gemacht für das Ende von Peter Ludlow in Jurassic Park 2. Das war jetzt ein sehr kurzes Infovideo, ich weiß, das ist aber auf jeden Fall die Auflösung von dieser Szene. Und da ihr mich auch danach gefragt habt, dachte ich mir, komm, klärst du das einfach mal auf. Und ich finde das okay, ich finde das eine ganz befriedigende Antwort. Da kann man jetzt auch sagen, ja, du kriegst ja einem Baby-Rex nicht das Bein, nur weil jemand auf den drauf hält und so, ey, ich kann euch nur verraten, was der Plan für diese Szene gewesen ist und das wäre es eben gewesen. Wie ist jetzt deine Meinung dazu? Hättest du das Ganze gerne gesehen oder sagst du, habe ich eigentlich nicht gebraucht? Schreib es mir in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.